Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir schreiben den 11. November 1856 und ganz Preußen. Alle Einwohner fragen sich, nicht nur von ganz Preußen, eigentlich von ganz Deutschland, wird es bald Frieden geben? Eigentlich sind die preußischen Armeen gegen Österreich stehen kurz vor einem Sieg. Und die Hoffnung ist, dass Weihnachten in Frieden zu verbringen ist, dass man Weihnachten in Frieden feiern kann. Aber was denkt sich Friedrich Wilhelm IV., in dessen Position wir hier bisher schlüpfen, in die Rolle der Konservativen? Und ich glaube, ja, lasst uns mal wirklich überlegen, wenn das passiert wäre, wenn Österreich Preußen angegriffen hätte und Frankreich noch dazu und dann ein wirklicher Verteidigungskrieg, ein nationales Aufbegehren, ein Zusammenstehen fast der ganzen deutschen Kleinstaaten zur Verteidigung der eigenen Freiheit, der eigenen Souveränität sich entwickeln würde, so wie hier. Ich glaube, dann wäre eine Atmosphäre, in der selbst Friedrich Wilhelm IV. Oder gerade er als Spätromantiker, dass er durchaus geneigt wäre, seine Skepsis, die ja aus so einer antiliberalen Haltung kommt, gegenüber der nationalen Bewegung beiseite zu legen. Denn dies wäre ja keine Krone aus der Gosse, sondern dies wäre etwas, was im Rahmen einer heldenmutigen Verteidigung entstanden wäre. Ein Nationalgefühl, dem er sich wahrscheinlich auch angeschlossen hätte, von dem er fortgerissen worden wäre. Und insofern, und ich denke, unser Friedrich Wilhelm IV., der tickt so. Insofern erweitert er seine Kriegsziele. Dahingehend, dass es ihm nicht nur darum geht, hier Bayern und Württemberg aus der Sphäre von Österreich rauszuholen, in die eigene Sphäre reinzuholen, sondern er kann sich jetzt tatsächlich vorstellen, nicht nur König von Preußen zu sein, sondern auch Kaiser eines neuen deutschen Kaiserreiches. Ja. Um das zu erreichen, fehlt noch etwas. Nämlich dazu bedarf es Elsass-Lothringen. Dazu bedarf es dieser drei Provinzen hier. Colmar, Straßburg und Metz. Und deshalb werden wir jetzt auch unser Kriegsziel erweitern. Kriegsziel hinzufügen. Und werden Regionen erobern. Elsass-Lothringen definieren. Und wir sehen, dafür brauchen wir, oder wir haben es eben gesehen, ich hatte mir das angeguckt, jetzt kann man es leider nicht mehr sehen. Dafür brauchen wir weitere, oder sehen wir das hier nochmal? Dafür brauchen wir weitere 20% Kriegsstand, die wir derzeit noch nicht haben, noch lange nicht haben. Und das bedeutet in gewisser Weise auch, dass wir vermutlich Weihnachten keinen Frieden mehr haben, sondern dass dieser Krieg noch eine ganze Weile weitergehen wird. Sehr riskant das Ganze. Nun gut. Also müssen wir auch gegen Frankreich vermutlich Schlachten gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall unseren Kriegsstand nach oben treiben. Das heißt auf jeden Fall die Österreicher hier noch weiter vernichten. Aber dann können wir anfangen, auch ein bisschen zu Provinzen zu okkupieren. Aber die großen französischen Armeen, die müssen vermutlich auch besiegt werden. Und deshalb werden wir hier unsere Meinung ändern. Wir werden den ersten Korps von Michael von Hessen-Kassel auch hier an die französische Grenze beordern. Vielleicht den nach Kreuznach und ihr dann bitte schön nach Saarbrücken. Und dann, so könnte es vielleicht gelingen, warten, bis die Organisation oben ist und dann vielleicht von drei Seiten gegen diese große erste Armee von Frankreich vorgehen. Das wäre doch was. Auf jeden Fall werden wir hier weitermachen gegen Österreich. Da gibt es jetzt erstmal nichts Neues zu befehlen, sondern wir können hier beobachten, was der Gegner tut. Der Gegner marschiert mit 18.000 Mann. Einerseits nach Olmutz, andererseits nach Aussig. Okay, aber damit können wir umgehen. Gut. Das kann eigentlich so weiterlaufen. Warten wir mal, bis die dort sind. Das sind erstmal die 16.000, die nach Katowice sollen als Verstärkung. Aha, die stehen da schon in Aussicht. Und wir sind am 20. November in Liegnitz. So, und was machen wir hier? Wir versuchen, die hier abzufangen. Das wäre großartig. Und warten darauf, dass die Schlacht von Dresden demnächst geschlagen werden kann.
Okay. So weit, so gut. Wir werden sehen, was das bringt. So, sehr schön. 2300 gegen 4700. Die haben allerdings überlebt. Und wir werden gleich mal nachsetzen und sie verfolgen. Wir sind noch ganz in ganz guter Verfassung. Die kommen nach Görlitz am 6. Watt am 26. Und wir sind am 26. in Aussicht. Keine Ahnung, ob wir sie stellen können. Wir werden sehen. Ihr kommt hier an, das ist gut. Und ihr marschiert nach Troppau. Naja, das sind jetzt so die letzten Reste der österreichischen Armee. Die machen uns wahrlich keine Angst mehr. Angst machen uns eher die Franzosen. Mal gucken, wie wir mit denen umgehen können. Und Angst macht uns, dass Belgien hier extrem in der Defensive ist und möglicherweise bald aus dem Krieg rausgedrängt wird. Und dann sind wir der einzige Hauptgegner der Franzosen. So ist es einfach. So, die haben hier noch nicht viel erobert. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir nicht schnell noch diese Armee in Oppeln erledigen. 1. Dezember. Mal gucken, ob sie fliehen können. Nein, können sie nicht. Das ist gut. Wir schlagen hier die Schlacht und dort. Hier wird es leider ein bisschen knapper, als ich mir das erwünscht habe. Das Terrain ist nicht ganz günstig. Ja, da kommt es zur Schlacht. Wunderbar. Wir sind hier schon mal in Stellung gegangen. Wir werden hier nach Trier vorrücken und hier nach Luxemburg. Auch wenn wir da ein bisschen Verlustquote haben. Und dann könnten wir die 1. Armee angreifen. Wenn die Organisation oben ist. Das ist natürlich Voraussetzung. So. Und jetzt ist es geschehen. Jetzt ist es geschehen. Ach du Schreck. Belgien schließt weißen Frieden. Sie geben auf. Sie scheren aus. Verdammt. Und das bedeutet, dass Österreich, dass Frankreich jetzt diese ganzen Truppen, 150.000 Mann, gegen uns werfen kann und werfen wird. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Sie werden runter müssen erstmal. Sie kommen eigentlich hier nur über Metz voran, über Luxemburg, über Kaiserslautern. Ich glaube, nach Baden dürften sie nicht reinkommen, weil die sind ja nicht Teil des Krieges, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, diese drei Provinzen, blöderweise sind hier keine Festungen, nur in Saarbrücken. Okay, da müssen wir uns irgendwie geschickt positionieren. Ich denke, wir machen es das jetzt anders. Wir gehen hier nach Kaiserslautern mit der Einheit nach Saarbrücken und mit der nach Trier. Dann können wir das ganz gut verteidigen entsprechend. Mal gucken, wie es mit Luxemburg läuft. So, und wo ist die... Hier sind die anderen beiden Korps. Die brauchen wir eigentlich auch bald im Westen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir hier Militärzugang bekommen. Okay. Luxemburg können wir ja sowieso durch, ne? Ich weiß nicht. Sie werden es nicht akzeptieren. Ach so, die sind Bündnispartner. Alles klar. Haben wir da keinen Militärzugang? Nee, da dürfen wir nicht durch. Okay, dann können sie auch nicht über Luxemburg angreifen. Erfreulich. Wir hätten da auch nicht rein dürfen. Gut, dann geht es nur über Saarbrücken oder Kaiserslautern, wenn ich jetzt das richtig analysiere, die Situation. Uiuiuiuiui, das wird spannend, Leute. Das wird spannend. So, sie gewähren uns die Durchmarscherlaubnis und wir haben sehr schön nochmal 4600 Österreicher hier erledigt. Und ich glaube, wir werden uns direkt hier auch zur Westfront bewegen. Ja, das erscheint mir jetzt am sinnvollsten. Wir brauchen sie hier nicht mehr. Wir haben hier diese Reservisten, die können hier weiter belagern. Und alles andere ist jetzt nicht nötig. In Siegburg wurde noch ein Fort gebaut. Diese 7000 Mann, die kriegen wir hoffentlich jetzt auch noch beseitigt. Wer flieht denn jetzt hier? Toskana. Okay. Oh Gott, 116.000, ich fasse es nicht. Schaut euch das an. Wieso können die nach Luxemburg? Die marschieren nach Luxemburg. Da kommen 116.000 Mann auf uns zu. Ach du Schreck. So, und Aussicht haben wir jetzt aber auch gesiegt. Und auch die Truppen führen wir hier rüber. Die gehen jetzt alle südwärts. Ich hätte ja doch erwartet, dass vielleicht ein Teil hier oben gegen
gegen Dänemark vorgeht und gegen Hannover. Aber gut, dann müssen wir alles alleine abfangen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Was machen wir denn jetzt, wenn die über Luxemburg kommen? Dann müssen wir doch nach Kreuznach. Oh Mann. Was für eine heftige Bedrohung. Leute, 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 Leute. Ja, jetzt diskutiert ihr über Staatskapitalismus. Die Produktionsquote ist so hoch. Wir werden die Vorgaben niemals erfüllen können. Die anderen Bauern stehen, warten hinter ihm. Ihre wettergegerbten Gesichter zeigen dieselben Bestürzung und Entschlossenheit wie die des Sprechers. Was für eine Produktionsquoten überhaupt. Also wir haben interventionistisch... Also Militanz wollen wir jetzt eigentlich nicht in dieser Situation, deswegen werden wir hier etwas gemäßigt reagieren. Wir werden entsprechende Schritte einleiten, sollte die Produktionsquote zu einem Problem werden. So machen wir das. So, Leute. Wir können übrigens auch mal gucken, wie überhaupt es mit dem Kriegsstand aussieht. Frieden vorschlagen. Wir brauchen 60 und haben 48. Das heißt, sie würden nicht annehmen. Das andere würden sie annehmen. Da wäre es schon soweit. Wir könnten Bayern und Württemberg damit bekommen. Aber wir haben ja ein anderes Ziel. Ein weitaus größeres Ziel. Oh, verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Sie sind in Trier am 12. Dezember. Und wo ist der Rest? Der marschiert hier unten rum. Ich bin am 13. da, das ist okay. Und wir kommen dann auch von Kreuznach nach Trier. Das muss sein. Und meine zwei Korps dort werden dringend erwartet. Gebraucht, will ich sagen. Was stellt ihr euch hier so schwer an gegen diese blöden 2000 Mann? Das kann doch nicht schwer sein. Es kommt zur ersten großen Schlacht gegen die Franzosen. Erstmals die Schlacht von Oppeln gewonnen. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Tja, ziehen wir ihnen nach? Ja, wir wollen sie erst erledigen. Okay, jetzt sind wir erstmal total in der Unterzahl. Schauen wir uns mal an, was der Gegner für Mali hat. Der hat gar keine Mali. Ich fasse es nicht. Und er hat einen verdammt guten Anführer. Plus 4. Oh Gott, das wird heftig. Das ist die erste große Schlacht. 100.000 gegen 59.000. Was ist hier? Hier kommt zur nächsten Schlacht. Okay, das ist die Verfolgungsaktion gewesen. Hier sind weitere 6.000. Oh nee, um die müssen wir uns erstmal noch kümmern. Bevor wir hier gen Westen ziehen können. Es wäre schön, wenn die Sachsen uns hier mal helfen könnten. Aber jetzt erstmal diese Schlacht hier verfolgen. Gott, die wird so verlustreich werden. Wahnsinn. Und da kommen weitere 46.000 und wir können uns jetzt nicht mehr richtig verteidigen. Wir haben natürlich hier noch unsere Reservisten. Aber wie gesagt, die will ich nicht so sehr als Schlachtvieh hier reinbringen. Oh Mann, Mann, Mann. Was für eine Schlacht. Saarbrücken wird belagert. Aber da haben wir natürlich verdammt gute Festung. Die wird einige Zeit aushalten. Erstmal heißt es, diese Schlacht gewinnen. Gott sei Dank ist unsere Organisation ziemlich gut. Hier besiegen wir nochmal die Österreicher. Bei Troppau auch gewonnen. Okay. Sind da jetzt echt noch Überlebende? Nee. Jetzt gehen wir aber nach Katowice. Wir wollen uns das zurückholen. So, hier haben wir Würzburg und wir brauchen, glaube ich, jetzt jeden Mann. Deswegen schicken wir sie mal dorthin, obwohl, wie gesagt, ich sie eigentlich nicht für die Schlacht gebrauchen möchte. So, was passiert hier? Oh, der Gegner verliert aber auch 6.000. Die Schlacht von Trier ist geschlagen. 32.000 Franzosen sind gestorben, 15.000 Preußen. Das ist erfreulich. Wie sieht unsere Organisation jetzt aus? Ganz gut. Wir sollten uns hier allerdings aufteilen, sonst haben wir zu hohe Verluste. Die Franzosen werfen jetzt hier echt alles an diese Front. Unglaublich. Aber sollen sie sich dort ruhig aufreiben an unserer Festung, da verlieren sie schon einiges. Okay, hier haben wir nochmal gewonnen. Ich frage mich überhaupt, wie ist der Kriegsstand jetzt? Liegt bei 51% immer noch.
Besatzung des Verteidigers. Was ist denn da alles? Was haben die denn hier überhaupt noch? Verstehe ich nicht. Das kann doch nur Katowice sein, oder was ist von denen noch besetzt? Hä? Wir haben doch hier einiges besetzt. -6,1. Ach nee, -6. Ah, ist klar. Besatzung des Angreifers ist 0,8. Da habe ich mich jetzt vertan. Die Blockaden sind ärgerlich. Jetzt ist es schade, dass wir keine Flotte haben. Das ist jetzt wirklich ärgerlich, weil die hauen jetzt ordentlich rein mit 10% Kriegsstand. Aber da können wir absolut nichts machen. Da können wir absolut nichts machen, aber das wird sich die preußische Seele, die deutsche Seele wird sich das merken. Vielleicht sind Schiffe doch nicht so Teufelszeug, wie manche denken. So, was ist hier los? Die Franzosen, wie kommen die denn da mit dieser Armee nach Kreuznach? Irgendwas sehe ich hier gerade nicht durch. Wo kommen die bitte her? Und warum laufe ich mit 32.000 dahin? Irgendwas stimmt hier nicht. Die französische Armee flieht nach Saarbrücken, aber das ist eine andere Armee. Ach, die ist von Saarbrücken da durchmarschiert. Jetzt verstehe ich, alles klar. Nee, dann dürfen wir da nicht hin. Dann dürfen wir da nicht hin. Dann ziehen wir uns gen Norden zurück. Und warten, bis hier Verstärkung kommt. Sigmaringen ist auch befreit. Lassen wir die nach Karlsruhe gehen und die 17.000 nach Mainz. Und hier kommt jetzt eine richtige Kampfeinheit. Die schicken wir nach Koblenz. Und dann werden wir die 30.000 sicher auch knacken. Das kriegen wir schon hin, Leute. Das wird auch gelacht. Und die brauchen wir jetzt auch nicht hier. Die bringen wir auch zur Front. Nach Wiesbaden. Und ich hoffe, ihr habt mal bald Gesamtholland hier okkupiert. Dann könnt ihr mir nämlich auch mal hier gegen die Franzosen helfen. Das wäre sehr erfreulich. Die marschieren jetzt weiter nach Kaiserslautern. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es wird jetzt ein bisschen diffus. Bleibt mal erstmal nach Karlsruhe stehen. Und ihr zieht doch mal nach Mainz. Hier müssen wir uns erholen. Okay, wir stehen in Mainz. Warum sind denn das immer noch so viele? Ach, das sind ja zwei. Verdammt, das hatte ich nicht im Blick. Das sind zwei. Werden die dort... Aber die können beide dort unterhalten werden. Das ist hervorragend. Dann brauchen wir sie gar nicht wegziehen, sondern können eigentlich... Wo ziehen die hin? Die ziehen nach Kaiserslautern. Wir könnten eigentlich mit den beiden den Angriff auf die 30.000 hier wagen. Ich denke, das machen wir. Und die 29 ziehen wir auch noch rein. Nee, das brauchen wir nicht. Das reicht. Die sollen sich ein bisschen erholen. Die ziehen nach Trier. Die ersetzen die gewissermaßen. Und die 17.000, die lassen wir auch erstmal stehen. Da warten wir nochmal ab. Die sind leider auch noch nicht organisiert. Ärgerlich. So, jetzt kommt es hier zur Schlacht. Die marschieren weiter nach Kaiserslautern. Wir müssen das hier ganz gut im Auge haben. Hier kommen weitere 42.000. Oha, jetzt geht es echt um die Wurst, sage ich euch. Jetzt geht es um die Wurst. Die sind am 2. Januar in Kaiserslautern. Am 1. Wir könnten hier... ausreichend. Ah, hier kommen auch nochmal 26.000. Oh, das wird verdammt knapp. Aber wir haben ja auch noch Truppen hier. Ja. Ich warte noch, bis unsere Organisation besser ist. Und das Oberhaus hat sich neu zusammengesetzt. Na toll. So, die marschieren weiter nach Mannheim. Das ist ja super. Wieso können die nach Mannheim marschieren? Wieso geht das denn bitte? Ich dachte, Baden ist tabu.
Vielleicht, weil die verbündet sind mit Österreich. Sie sind zwar nicht im Krieg, aber verbündet. Okay, das macht natürlich einiges anders. Puh. So, wie machen wir es jetzt am cleversten? Kurz überlegen. Ich denke, wir jetzt versuchen hier als erstes hinzukommen. 3. Januar. Die kommen am 6. an. Das ist gut. Mal sehen, ob sie die Bewegung abbrechen. Ne, brechen sie nicht ab. Dann werden wir jetzt die 30.000 da auch noch hinziehen. Okay. Die Schlacht scheint ganz gut zu laufen. Gut, und wie sieht es hier aus? Da sind noch verbliebene 3.000 aus Parma. Die sind kein Problem. Okay, Leute. Also, es wird richtig spannend. Es wird ein Herzschlagfinale. Wir sind immer noch bei 51%. Der Gegner natürlich noch nicht bereit, unsere Maximalforderung zu verlangen. Puh, wir werden sehen, was daraus wird in der nächsten Folge. Mal sehen, ob dann der Krieg zu Ende geht. Weihnachten war es auf jeden Fall nicht der Fall. Wir haben schon Neujahr 1857. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.